Helmut Kohl. Wer den Namen hört, denkt vermutlich als erstes an den Kanzler der Deutschen Einheit und vielleicht auch an den früheren Unterstützer von Angela Merkel. Aber wer war bzw. ist Kohl eigentlich und warum kennt ihn bis heute jeder? Das schauen wir uns heute an. Viel Spaß und los geht's! Helmut Kohl wurde 1930 geboren und starb am 16. Juni 2017. Seine Kindheit verbrachte er zusammen mit seinen zwei Geschwistern in Ludwigshafen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs besuchte er weiterhin seine Oberrealschule, ein heutiges Gymnasium. Sein Abitur erhielt er 1950. Im gleichen Jahr startete er sein Studium. 1956 beendete er dann sein Studium der Geschichte und der Staatswissenschaften. Nach dem Zweiten Weltkrieg trat er der CDU bei und half bei dem Aufbau der Jungen Union. Ab 1953 begann dann seine politische Karriere. 1959 wurde er bereits Abgeordneter im Landtag Rheinland-Pfalz. Von 1966 bis 1974 war er dann Landesvorsitzender der CDU in Rheinland-Pfalz und von 1973 bis 1998 dann Parteivorsitzender der CDU. Sein politisches Wirken war insbesondere seit etwa 1970 von Erfolg gekrönt, wo er sich um Gebietsreformen, die Gründung der Universität Trier, den Strukturwandel und eine Schulreform kümmerte. 1976 kandidierte Kohl das erste Mal als Kanzlerkandidat, die CDU verfehlte aber knapp die absolute Mehrheit. Kohl gab nicht auf, sondern kämpfte weiterhin um politische Erfolge und auch um die Wähler. 1982 wurde er mithilfe eines Misstrauensvotums zum Bundeskanzler gewählt. Mehr als nur nationale Aufmerksamkeit erhielt er 1984, als er zusammen mit dem damaligen französischen Staatspräsidenten an die Verstorbenen der beiden Weltkriege erinnerte und ein Handschlag die Versöhnung Frankreichs und Deutschlands symbolisierte. Die Versöhnung wirkte sich später auch positiv auf die europäische Einigung sowie die Euro-Einführung aus. 1987 kam es dann zu einem Treffen zwischen Kohl und Erich Honecker, dem DDR-Staatsoberhaupt, der Kohl in die DDR einlud. Diese Einladung nahm Kohl 1988 an, jedoch inkognito und privat mit seiner Familie. Nach dem Fall der Mauer 1989 und dem Zusammenbruch der DDR ebnete Kohl den Weg zwischen der DDR und der BRD mithilfe seines 10-Punkte-Programms. 1990 wurde der Staatsvertrag für die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion auf den Weg gebracht, der einen 1:1-Umtausch von DDR-Mark und D-Mark ermöglichte. Neben der Vereinigung stand aber auch der Frieden auf Kohls Liste seiner politischen Errungenschaften. Im 2+4-Gespräch der vier Siegermächte, dem DDR-Ministerpräsidenten de Maizière und Kohl, wurde die Wiedervereinigung Deutschlands besprochen und abgesegnet. 1991 wurde er zum dritten Mal in Folge als Bundeskanzler gewählt. Seine politischen Herausforderungen bestanden nun unter anderem in der Verringerung der Arbeitslosigkeit, die durch die Wiedervereinigung verursacht wurde. Seit 1994 war seine vierte Kanzlerschaft durch außenpolitische Aktionen gekennzeichnet, zum Beispiel durch das Schengener Abkommen, das es immer noch gibt, oder die Euro-Einführung. Innenpolitisch kam es eher zu einem Reformstau, unter anderem durch politische Blockaden seitens der SPD. Bei der folgenden Bundestagswahl löste Schröder dann Kohl ab. Nach seiner letzten Kanzlerschaft engagierte Kohl sich für weitere Projekte, unter anderem für die Aufarbeitung der SED-Diktatur. Die letzten Jahre verbrachte er sehr zurückgezogen in seinem Haus mit seiner zweiten Ehefrau und starb nun im Alter von 87 Jahren am 16. Juni 2017. Aber was denkst du eigentlich über Kohl? Lass uns doch in den Kommentaren darüber sprechen. Mehr Allgemeinwissen findest du in unserer Playlist. Daumen hoch und Video an Freunde teilen. Bis bald, mach's gut und ciao.